Yo, hallo und herzlich willkommen, euer Wizard am Start. Und heute gibt es wieder eine Rick and Morty Überraschungsbox. Weil ich habe vergessen, dass ich es abbestehe. Das ist ein Problem. Aber das ist meine letzte Rick and Morty Überraschungsbox und schauen wir mal, was drinnen ist. So öffnet man eine Schachtel übrigens. Okay, wieder ein T-Shirt. Jo. Wo steht da überhaupt der Chrombo? Butlos. Michael? Achso, ja, okay. Ja, super. Super spannend. Für sowas gebe ich kein Geld aus. Hey, das ist cool. Das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Er wünscht sich nicht eine Bienenwespen-Rick von der vierten Staffel. Es ist echt super, wirklich. Das kann man immer brauchen. Okay, gehen wir weiter. Was haben wir da? Ey! Eine. Eine plumpe Duftkerze. Was steht da oben? Just one really old plumpe can provide you with a lifetime of better living and happiness. Es riecht irgendwie nach Kaugummi, die Kerze. Candle. Und es ist Plumpes. Ich hoffe, man sieht's. Ja, okay. So, das kann man auch immer gebrauchen. Das ist super, super, super geil. Super, super. Schon wieder eine Collectors-Münze. Ich verkaufe es um 100 Euro. Wenn man zuerst 100 Euro gibt, kriegt diese tolle Münze in der Originalverpackung. Die ist mindestens 500 wert. Also, Digga, macht's mal Angebote. Was selbes läuft. Okay, und jetzt sind wir schon beim vorletzten Objekt. The Wedding Squanchers. Hier. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so viel Staub oben. Warum ist er? Seht ihr den Staub? Es ist aus Metall und staubig. Ich leg's lieber mal weg. Was haben wir da? Einen Kartonstreifen. Dann brauchen wir das Gadget, die Regular Glow in the Dark, die Chaos. Leuchtet das ist im Dunkeln. Also ganz ehrlich, die Sticker, ich mach die einmal auf. Die Sticker sind eigentlich das einzige, über was ich mich freue an der Box. Die Sticker sind richtig cool, finde ich. Das sind Rick and Morty Fansticker. Das ist viel geiler als der ganze andere Mist hier. Die brauche ich sicher für irgendwas. Rick and Morty Sticker, das finde ich geil. Das andere war zwar ziemlich unnötig. 35 Euro für die Box, aber wie schon gesagt, jetzt habe ich sie abbestellt. Also kriege ich keine Überraschungsboxen mehr. Außer ich finde vielleicht irgendwann mal irgendeine coole, die was mir auch Freude bereitet. Und ja, okay. Das war's mit der Rick and Morty Überraschungsbox. Okay, Leute, peace out.